aber sei leise. Und du meinst, Christoph hat wirklich nichts dagegen, wenn ich hier übernachte? Warum sollte er? Es gibt doch genug Zimmer hier. Seit meine Mutter mit ihm zusammen ist, wohne ich praktisch hier. Und so eine geile Hütte könnte ich mich echt auch gewöhnen. Ich kann reiten, wann immer ich Bock habe. Cecilia räumt den Dreck auf, den ich mache. Und Christoph lässt mich tun und lassen, was ich will. Hast du die beiden deswegen miteinander verkuppelt? Ich tue eben alles für das Glück meiner Mutter. Und was tust du für das Glück deiner Freunde? Was meinst du damit? Naja, wenn der Graf im Moment so gut drauf ist, wie wär's dann mal wieder mit einer kleinen Fete? Wenn's weiter nichts ist. Meinst du echt? Nach der letzten Party gab's doch ziemlichen Zoff. Ach, ist doch schon alles längst vergessen. Eine Party ist absolut kein Problem. Und wen von den Jungs sollen wir einladen? Von den Milchbubis? Keinen. Auch eine Party ohne Jungs, das ist doch langweilig. Jackie, ich habe keinen Bock mehr auf den Kindergarten. Wenn ich eine Party mache, will ich richtige Männer dabei haben. Hab nichts dagegen. Nur leider kenne ich im Moment keine richtigen Männer. Aber ich. Echt? Wen denn? Na, Henning zum Beispiel. Der wäre nicht übel. Hey, bist du immer noch in den verknallt? Tu doch nicht so, du warst doch selbst mal hinter ihm her. Erinnere mich bloß nicht daran. Ja, du bist eben nicht sein Typ. Aber du oder was? So wie der mich immer anguckt, muss er einfach auf mich stehen. Das habe ich auch gedacht. Und dann ging die ganze Sache voll daneben. Ich bin doch jetzt in Zukunft öfter hier. Ja, sieht ganz so aus. Ja, und deshalb würde ich ganz gern wieder mal ein paar Freunde einladen. Die sollen ja auch sehen, wie gut ich es hier habe. Ja, aber deine Freunde kennen das doch alles hier. Ach, naja, meinetwegen. Ich glaube, Kathi dachte eher an eine kleine Feier. Ich glaube, da fragt ihr wohl lieber Frau von Sterneck. Also an der letzten Party ist offensichtlich nicht alles so gelaufen, wie man sich das als Mutter vorstellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kathi eines Tages doch vernünftig wird. Hm? Heißt das? Die Party kann steigen. Vorausgesetzt, dass sie nicht so endet wie die letzte. Danke. Klasse. Also ich habe noch ein paar Termine. Wer kommt mit in die Stadt? Wir wollten ausreiten. Oh, also dann kommt mal nicht zu spät in die Schule. Ja. Ich werde mich drum kümmern. Und wenn ich sie persönlich vom Pferd ziehe. Wenn du so weitermachst, kann ich dich bald zu Turnieren anmelden. Meinst du echt? Echt? Ja. Ja, wirklich, du hast Fortschritte gemacht. Auf dem hier würde ich jedes Turnier gewinnen. Hm, da brauchst du aber noch deine Erfahrung. Den habe ich ja kaum im Griff. So wild? So temperamentvoll. Na komm. Vorsicht, der schnappt manchmal. Ich würde ihn trotzdem ganz gerne mal reiten. Ja. Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Gero. Neues Gesicht auf Friedenau. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Gina. Gina Fröhlich. Eine Bekannte von Fiona und Sophie. Von Anstetten. Das ist meine Schwester Kathi. Hallo. Und das ist ihre Freundin Jackie. Hallo. Ich wollte Barbara die Post vorbeibringen und euch bei der Gelegenheit gleich mal Gina vorstellen. Freunde von Fiona sind auf Friedenau immer herzlich willkommen. Wollen Sie sich mal die Pferde ansehen? Gerne. Gut. Na, ist das wieder so ein schwer erziehbarer Pflegefall aus Fionas Jugendasyl? Sie ist weder ein Pflegefall, noch ist sie aus dem Jugendasyl. Noch ist sie eine so schwer erziehbare wie du. Spiel dich doch nicht so auf. Kennst du dich aus mit Pferden? Naja, auskennen ist wohl zu viel gesagt. Auf dem hier reite ich normalerweise, aber er ist mir eigentlich schon zu lahm. Kannst du gut reiten? Na klar. Das ist Odin. Auf dem werde ich später mal Turniere gewinnen. Aber Finger weg, wenn du später noch einen Ring tragen willst. Er ist unberechenbar, vor allem bei Laien. Oh, Sie verstehen sich aber gut mit Pferden, hm? Ja, vielleicht. Tiere spüren, wenn man sie mag. Es läuft alles. Mein erster Abend in Düsseldorf war eine volle Katastrophe. Sophie ist im Dreieck gesprungen, als ich mitten in der Nacht in die Kneipe eingestiegen bin. Ich hätte zwar einen Schlüssel probiert. Hab ich ja auch, aber der passte nicht. Sophie hatte neue Schlösser einbauen lassen. Vielleicht hat sie ja geahnt, wer kommt. Naja, der Abend war dann trotzdem noch ganz okay. Vor allem Henning. Der war unheimlich nett zu mir. Ach ja, was du nicht sagst. So einen netten Typen wie Henning habe ich echt noch nie kennengelernt. Sophie ist wirklich zu beneiden. Findet Kathi auch. Ich kenne ihn auch schon vom Sandkasten her. War er dein Babysitter? Christoph hat mir gerade erzählt, du willst nur wieder eine Fete auf Friedenau steigen lassen. Ja, und? Wie wär's denn, wenn du Gina auch einlädst? Hast du Lust? Ich weiß nicht recht. Ich kenne da doch niemanden. Ach, dann kommst du endlich mal unter Leute. Und Jackie und Kathi kennst du ja schon. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen. Blödsinn. Kathi freut sich, ne? Meinst du? Na gut. Wann soll die Fete denn steigen? Am besten gar nicht.
mal. Ich habe keine Zeit, Sophie wartet auf mich. Ach komm, Sophie kann ruhig mal eine Minute länger warten. Hey, ich habe wirklich keine Zeit, ich muss noch ins Büro. Ich wollte dich auch nur fragen, ob du heute Abend in Friedenau bist. Wieso sollte ich heute Abend hier sein? Barbara und Christoph gehen ins Konzert. Ah, und jetzt brauchen sie für dich einen Babysitter. Quatsch, ich mache eine Riesenfete, meine ganze Clique kommt. Und was soll ich auf dem Kinderfest? Kakao kochen? Luftballons aufblasen? Von wegen Kinderfest. Ich bin schon erwachsen. Hm. Wenn du nur halb so groß wärst wie deine Klappe, bestimmt. Alter ist eine Frage der Erfahrung. Ah ja. Ich habe jedenfalls schon mehr erlebt, als du denkst. Stimmt. Die Hölle des Kindergartens, das Abenteuer der Vorschule. Henning. Also was ist? Kommst du jetzt oder nicht? Also, eigentlich hatte ich den Abend für Sophie verplant. Ja, ich überleg's mir, okay? Super, du bist ein Schatz. Ja, langsam. Ich habe nicht zugesagt. Vielleicht bleibe ich bei Sophie, hm? Ach komm, Sophie siehst du doch jeden Tag. Und das ist immer noch zu wenig. Ich muss wirklich los, ja? Ciao. Die Party fängt um 8 an. Komm, bloß nicht zu spät. Hallo. Okay. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hier ist ja schon der Bär los. Hi. Hallo. Und, hast du ihn schon vermisst? Ich wollte gerade die Polizei rufen. Scheint ja echt eine wilde Party zu werden. Oder lauert deine Mutter hier irgendwo? Die zieht sich mit Christoph noch in Beethoven rein. Beethoven? Cool. Dann haben wir sozusagen sturmfreies Schloss, oder wie sehe ich das? Fast. Ah, Christophs Domina. Wenn du nicht spurst, legt sie dich an die Leine und du musst ihr die Schuhe putzen. Wenn ihr euch beruhigt habt, könnt ihr vielleicht mal ablegen. Mit dir lege ich mich überall ab. Sie meint unsere Jacken, du Prolet. Oh. Keine Ahnung, wie es in so einem Schloss zugeht, was? Julia, kümmern Sie sich bitte um die Garderobe der beiden Herren. Aber nicht in den Taschen herumwühlen. Ich habe das Kleingeld abgezählt. Mein Bruder meint es nicht so. Die Pfennigstücke dürfen Sie behalten. Cecilia? Bitte. Wenn Sie damit fertig sind, servieren Sie den Aperitif, ja? Aber nicht heimlich von Lippen. Hey, da ist Jackie. Oh, sieht ziemlich scharf aus. Schau ich mir mal näher an. Hallo, Party. Henning! Ja. Toll, dass du gekommen bist. Du, ich kann nicht lange bleiben. Ich muss zu Sophie. Ja, ich hole mir ein paar Unterlagen ab. Die Party hat doch gerade erst angefangen. Ja, ja. Hallo, Geo. Du auch? Ja, ich hole aber nur was ab. Gina, feierst du auch mit? Wie geht's dir? Jetzt schon viel besser. Ich wusste gar nicht, dass du auf Teenie-Partys stehst. Ach, ich habe nur Gina hergebracht. Ich fahre gleich wieder zurück. Aber du bleibst doch noch, oder? Nein, ich kann nicht lange bleiben. Ach komm, ohne dich macht die Party doch nur halb so viel Spaß. Lass. Wenn dir der halbe Spaß zu wenig ist, kannst du ja gleich wieder fahren. Ich glaube, deine Schwester hat was gegen mich. Halb so schlimm. Wenn sie dich fertig machen will, dann sag mir einfach Bescheid. Dann gibt's eben wieder ein bisschen Hausarrest. Und, wie fühlst du dich so als Schlossherrin? Eigentlich ganz normal. Aber du darfst Lady Cut. Jetzt hebt sie völlig ab. Hat der Pöbel sonst noch Fragen? Nee, der Pöbel verdurstet. Eine Runde wird er wohl noch drin sein. Cecilia, trödeln Sie nicht rum. Meine Gäste haben Ebbe in ihren Gläsern. Am nächsten Tag war Fotosafari angesagt. Die halbe Botschaft von den Krüger Nationalpark. Mit 6 Jeeps und einem Kühltransporter. Ach, ein Kühltransporter? Na klar, Eiswürfel für die Cocktails. Bläst dich ganz schön auf, die Tusse, wa? Bei meinen Eltern im Jeep saß die Frau des Kulturattachés voll im Safari-Fieber. Sie schrie immer, ja, wo sind denn die Nasen? Ja, wo sind sie denn? Bis plötzlich so ein Monster-Nashorn aus dem Busch brettert und den Jeep rammt. Und? Was hat die Kulturtante gemacht? Sie hat sofort losgebrüllt. Ja, das sind ja die Nasen, ja, das sind sie ja. Ekelhaft, wie die Schnepfe sich aufspielt. Wer werde ich die Faxen noch austreiben? Los, Leute, jetzt wird abgetanzt. Hey, was soll der Scheiß? Warum hast du die Musik leiser gemacht? Genau, wir wollen tanzen. Dazu kann doch keiner tanzen. Machen wir lieber ein Spiel. Eins, bei dem man sich besser kennenlernt. Schließlich haben wir hier ein paar neue. Ein Spiel? Was denn für eins? Flaschen drehen. Dabei kommt man sich schnell näher. Aber mit Spaß, Männer!
Jackie, du bist dran. Ach, nö. Oder? Und die Frage lautet: Was war der heißeste Ort, an dem du es je getrieben hast? Wow. Der heißeste Ort. Los, Jackie, wir wollen was hören. Ja. Das war im Auto in der Tiefgarage. Wow. Und zwar direkt vor der Videokamera an der Decke. Wow. Der Los, weiterdrehen. Wir wollen was zu sehen kriegen. Ja. Yeah, Kathi, voll erwischt. Meine Frage lautet: In wen bist du zurzeit verknallt? Ah. Na los. Kannst du es ruhig sagen? Ich weiß sowieso schon Bescheid. Warn dich. Kathi ist sauer, weil ihr Traum an sie versetzt hat. Sie steht nämlich zurzeit. Halt die Klappe. Ach, du willst es nicht sagen? Dann musst du den Preis zahlen. Ja, genau. Ja, Preis. Dann zeig uns mal, was ein richtig heißer Zungenkuss ist. Gut. Das ist alles? Kein Problem. Oh. Ich glaube, auf dich habe ich im Moment am meisten Lust. Oh. Erstmal. Na, war der heiß genug? Hey, mal langsam. Was denn? Du könntest ruhig ein bisschen zärtlicher sein. Hast du nicht gehört? Wieso denn? Du hast doch vorhin selbst gesagt, dass du auf mich am meisten Lust hast. Marius nicht! Marius, also auf damit! Ja, jetzt, wo es am schönsten wird. Marius, so habe ich da keinen Bock drauf. Nicht? Vielleicht so? Marius, oh, lass mich! Oh, hört sich gut an. Fass mich bloß nicht an, alter Scheißkerl! Lass mich! Lass mich? Du meinst genug gefummelt. Gut. Marius! Hey Leute, weißt du noch, wo Marius steckt? Was weiß ich? Jetzt dreh schon. Kathi hat sich auch abgeseilt. Na, so ein Zufall. Kannst dir doch denken, was da abläuft. Komm, jetzt mach schon. Ja? Meinst du echt, die tun's miteinander? Na, was denn sonst? Ihr habt doch hier sowieso alle nichts anderes im Kopf. Wir sind ja auch nicht so verklemmt wie du. Ja, genau. Verklemmt vielleicht nicht. Aber hemmungslos. Hemmungslos. Was ist das denn für ein Wort? Du weißt genau, was ich meine. Aber auch lass. Ich will euch nicht den Spaß verderben. Kannst du auch gar nicht. Denn jetzt gibt's erstmal was zu lachen. Meine Frage lautet: Wie war dein erstes Mal? Na los! Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich mir ja fast gedacht. Dann musst du den Preis zahlen. Irgendwelche Vorschläge? Lass sie doch einen Walzer tanzen. Mit dir? Das können wir ja wohl nicht antun. Hey, mit dem Kleiderständer. Doch viel zu langweilig. Sie soll den Stall ausmisten. Ja. Und mit den Klamotten, die sie dazu anhat, danach noch ins Bett gehen. Das ist doch alles Kinderkram. Ich habe eine viel bessere Idee. Ja? Welche denn? Nun sag schon, mach's nicht so spannend. Ich möchte, dass uns Gina einen Orgasmus vorspielt. Oh. Ja.